Wie baut man eigentlich ein Loch? Man unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Hauptmethoden, der moderneren maschinellen und der klassischen manuellen Methode. Bei der klassischen Methode benötigt man nichts weiter als seine Hände. Man drückt mit gleichmäßigem Druck und kurzen, geschmeidigen Kreisbewegungen das Loch durch das Holz. Diese Methode haben schon unsere Vorfahren vor über 4000 Jahren benutzt. Eine etwas neuere Variante wurde in der Renaissance entwickelt, das sogenannte Stoßen. Hierfür ist es nötig, die Fingerschneide auf eine solide Schärfe zu bringen und dann mit etwas Schwung das Loch durch das Holz zu stoßen. Die Vorteile sind offensichtlich, man ist wesentlich schneller. Das Loch wird aber etwas gröber und man macht ein bisschen mehr Dreck. Obwohl diese Methoden schnell und effizient sind, haben sie ein paar Nachteile. Zum einen ist es recht kräftezehrend und anstrengend. Zum anderen ist man in der Auswahl des Lochdurchmessers durch die eigene Fingerbreite limitiert. Es gibt zwar noch die sogenannte Zwei-Finger-Methode, die ist allerdings sehr schwierig in ihrer Durchführung und für Anfänger nicht geeignet. Es passiert sehr schnell, dass man das Werkstück beschädigt oder sogar zerstört. Im 18. Jahrhundert begann man deshalb mit der Entwicklung von Bohrern. Diese mechanisch-maschinelle Variante ersetzt den Finger durch einen Metallfinger. Der Bohrer bietet zwei entscheidende Vorteile. Es steht eine Vielzahl an Lochdurchmessern zur Auswahl, wesentlich mehr als die vier fixen Durchmesser bei der klassischen Methode. Die Bohrer werden in einen Akku-Bohrschrauber eingespannt und so angetrieben. Hiermit kann man den Bohrer links wie rechts herumdrehen. Rechtsrum entfernt hierbei Material. Mit einem Schalter ändert man die Drehrichtung. Linksherum ist entsprechend natürlich, um wieder Material hinzuzufügen. Man muss hierbei nur aufpassen, nicht zu viel Material hinzuzufügen, sonst entstehen störende Äste und Überstände. Nachteil dieser Methode ist, dass auf der Rückseite am Bohrloch Ausrisse entstehen. Dem kann man mit einem Opferbrett begegnen. Das Opferbrett wird in einem Ritual auf die Opferung vorbereitet und dann hinter das Werkstück gespannt. Das Opferbrett nimmt die Ausrissenergie auf und wird anschließend entsorgt. Das Werkstück selbst enthält so ein klares Bohrloch ohne Ausrisse. Die letzte Entwicklung im Bereich Lochbohren wurde erst vor etwa 10 Jahren gemacht. Diese modernen stationären Maschinen verfügen über Lasertechnologie, die jeden beliebigen Lochdurchmesser in Sekunden durch alle nicht reflektierenden, opaken Materialien brennt. So lassen sich auch kleinste Löcher realisieren. Wichtig ist dabei der Zusatz nicht reflektierend. Reflektierende Materialien beherbergen eine große Unfallgefahr. Aber nicht nur kleine Löcher lassen sich damit machen. Passend eingestellt sind Löcher in allen Größen möglich.